Die SPD will ein Windbürgergeld an Anwohner zahlen, die nichts gegen Windräder vor ihrer Haustür haben. Außerdem soll die Planung vereinfacht und die Möglichkeit zu klagen eingeschränkt werden. Mit diesem neuen Vorschlag will man den stockenden Ausbau neu antreiben. Denn Windanlagen sind wichtige Stromlieferanten. An Land und auf See trugen sie im vergangenen Jahr zu einem guten Fünftel zur Energieerzeugung bei. Gefolgt von Braunkohle, die für rund 19% der Strommenge sorgte, und Erdgas, aus dem etwa 15% der Energie stammten. Doch der Ausbau der Windkraft an Land ist in Stocken geraten. Entstanden 2017 noch fast 1800 Anlagen, wurden im Jahr darauf nur 743 Windräder neu aufgestellt. Und 2019 waren es bis September gerade mal 150. Nun plant die schwarz-rote Koalition eine neue Abstandsregelung, die allerdings umstritten ist. Eine Windanlage müsste nach den Plänen mindestens 1000 Meter von einer Wohnsiedlung sein. Bereits 5 Häuser würden als Siedlung gelten. Dabei werden Windräder auch in noch näherer Nachbarschaft durchaus akzeptiert. Dann, wenn gemeinsam am Rad gedreht wird. Silvia Aust. Diese Windräder in Raar-Besenbeek nördlich von Hamburg sind nur 500 bis 700 Meter von den Häusern entfernt. Und natürlich hört man sie auch. Doch das stört hier niemanden. Denn das ganze Dorf ist Windparkbetreiber. Ende der 90er Jahre haben sie 4 Windräder gekauft. Jeder konnte sich beteiligen. Am Anfang gab es auch Skeptiker. Aber dass man mit der Windkraft Geld verdienen kann, hat sie umgestimmt. Ich war damals auch im Gemeinderat. Da habe ich die Kritiker überzeugen können. Und die haben dann gesagt, wenn du es selber schaffst hier, dass wir in Raar-Besenbeek einen Windpark, wo wir uns selber daran beteiligen können und wo wir es alles selber, wo alles das ganze Geschäft hier im Dorf bleibt, dann würden wir das alles auch unterstützen. Aber auch ökologische Gründe haben eine Rolle gespielt. Windkraft sollte man nutzen, nicht nur für das, was wir jetzt sind, sondern auch gerade mit kleinen Kindern. Denke ich, wir müssen ja auch noch mal gucken, was ist in 10 oder 15 Jahren oder 25 Jahren. Und da sollte man die Ressourcen nutzen, die wir haben. Und das ist in Schleswig-Holstein gerade zum Beispiel Wind. Die Anlagen wurden aufgestellt und vor 8 Jahren sollten gleich 4 weitere her. Sogar noch dichter dran an den Häusern. Das ganze Dorf wollte inzwischen mitmachen. Die Akzeptanz generell im Dorf zu erhalten. Das ist das Entscheidende, finde ich, dass man die Leute mitnimmt und dass man sie letztendlich auch eben an dem Windpark beteiligt. 140 Kilometer weiter nördlich, hier in Sürup bei Flensburg, stehen die Anlagen sogar nur 400 Meter von den Häusern entfernt. Auch dies ein Bürgerwindpark. Bei der Beteiligung kamen zuerst die direkten Anwohner zum Zug. Das heißt, der vorne direkt an der Anlage wohnt, der auch die meisten Belastungen hat, durch Lärm, durch Schattenwurf, durch das Landschaftsbild, das halt doch da auch da ist, der hat einfach die Möglichkeit, sich stärker daran zu beteiligen, als der weiter weg wohnt. Es ist ja so, dass jetzt hier 90 Gesellschafter in der Gesellschaft drin sind, die gemeinsam ein Unternehmen letzten Endes gegründet haben und auch ein gewisses Mitspracherecht haben. Und das gibt ein Wir-Gefühl, sodass die Leute sich da identifizieren können und auch dennoch dieses positive Image, erneuerbare Energien zu produzieren, das gemeinsam zu machen, das verändert schon ein wenig auch ein Dorf so ein bisschen. Und das Dorf bekommt noch etwas von Windpark. 1% der Ausschüttung, etwa 10.000 Euro, gehen jedes Jahr an soziale Projekte, wie zum Beispiel die Tafel. Wir wollen die Region attraktiver machen, das Leben hier attraktiver machen. Und das gehört dazu, eben, auch wenn man Windpark macht, auch, dass man was zurückgibt. Hier sieht die Lage ganz anders aus. In Walsfelde, südlich von Lübeck, stehen schon 16 Anlagen eines privaten Betreibers. 2 Kilometer entfernt. Jetzt sollen 5 weitere Windräder kommen, höher und näher an den Häusern. Sie fühlen sich nicht mitgenommen von der Politik. Die Anlagen sind 100 Meter hoch. Nicht? Die nächsten Anlagen sind doppelt so hoch. Und rücken bis auf 1000 Meter heran hier. Und dann vermag man sich vorzustellen, was hier, welches Szenario hier demnächst dann vorzufinden sein wird. Das Land Schleswig-Holstein richtet jetzt eine sogenannte Clearingstelle Wind beim Landtag ein. Die soll beim Thema Windkraftausbau zwischen Bürgern, Betreibern und Politik vermitteln. Nachher geht es eben auch um Fragen, wie die Bürger auch finanziell vielleicht beteiligt werden. Ist die Frage eines Bürgerwindparks oder einer Bürgermühle. Aber ich glaube, gerade die vielleicht kritisch sind oder eben einfach nicht wissen, was jetzt vor Ort passieren soll, die kann man eben schon mit der Klärungsstelle mitnehmen. Ob Bürgerwindpark, soziales Engagement von Anlagenbetreibern oder mehr Transparenz, am Ende ist es wohl ein Mix aus allem, der die Akzeptanz für Windräder erhöhen könnte. Zumindest in Raar-Besenbeek und Sürup
hat es geklappt.